Auch wenn jetzt noch gar keiner da ist, sage ich einfach mal Hallo. Obwohl, jetzt sind einige da. 14 Leute, wie ich gerade sehe. 17. Und ja, wir testen das Ganze hier jetzt einfach mal. Und ich habe... ja, ich schaue einfach mal, wohin das Ganze führt. Schauen wir einfach mal. Ja, wir werden mal ein bisschen was bauen vermutlich. Und hier am Strand, an den Felsen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt ewig bauen werden. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal froh, dass jede Menge Leute hier sind. Ich weiß jetzt auch noch nicht genau, wohin das Ganze führen wird. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar hier am Strand werden wir auf jeden Fall erstmal den Strand an sich weiterbauen. Dazu brauchen wir Steine. Jede Menge sogar. Und ich habe hier noch mein Handy liegen, einfach um zu sehen, was ihr so schreibt. Also ich werde jetzt nicht die ganze Zeit drauf schauen können unbedingt, aber ja. Ja, warum so spontan und so spät, fragt Sheldon Cooper. Ich habe einfach gerade Zeit und wollte einfach testen, ganz einfach. 30 Leute zu später Stunde ist auch eine nette Sache. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar geht es darum, dass wir jetzt erstmal hier ein bisschen weiter bauen. Das heißt, wir brauchen noch ein paar andere Steine. Und werden jetzt einfach mal hier so ein bisschen den Strand voranbringen. Und da ich lange nicht mehr hier am Strand gebaut habe, muss ich selber erstmal schauen, wie ich hier weiter baue. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Steine. Piratensteinchen fragt, ist das dein erster Livestream? Ja, zumindest der erste, den ich selber mache. Schauen wir mal, wie es läuft. Wie lange? Ich weiß nicht, vielleicht sagen wir mal so kurz bis vor Mitternacht vielleicht. Falls ich so lange hier durchhalte. So. Ja, erstaunlicherweise merke ich jetzt erst, wie groß die Verzögerung ist zwischen dem, was ich hier mache und dem, was ihr seht, weil ich hier parallel ja noch den Livestream selber laufen habe. Und ja. Jetzt muss ich mal hier hochscrollen, ob ich noch irgendwas verpasst habe. Ganz viele sagen Hallo, also ich sage auch mal Hallo an alle. Wir haben jetzt gerade 43 Live-Zuschauer zu der späten Stunde. Das ist deutlich mehr, als ich dachte. Vielen Dank dafür. Und was haben wir denn hier noch stehen? Guten Abend aus Belgien. Ja, guten Abend aus Belgien zurück. Kleiner Fun-Fact, meine Frau wurde tatsächlich in Belgien geboren. Oh, hallo Wubrick. Elmedin fragt, bist du eigentlich noch aktiv als Programmierer? Ja, das ist immer noch das, was ich eigentlich jeden Tag mache. Und damit teilweise auch die Stadt hier finanziere. Piratensteinchen fragt, hast du dir eigentlich noch die dunklen grauen Fliesen im Store geholt? Nein, denn ich habe noch, weiß nicht, so 2000 Stück hier rumliegen, deshalb war das mir jetzt nicht unbedingt wert, dorthin zu fahren. Weil der nächste Store ist ja von hier aus Nürnberg und Nürnberg heißt, ich fahre locker 60 Minuten einfach. Und das muss sich dann natürlich erstmal lohnen. Sheldon Cooper fragt, bist du ein bisschen krank? Nein, das könnte aber vielleicht daran liegen, dass ich hier nicht mit meinem normalen Handy wie sonst aufnehme, sondern mit einem anderen Modell, weil ich mein normales Handy hier liegen habe, um zu sehen, was ihr schreibt und auch direkt zu sehen, wie der Stream läuft. Tom HD fragt, programmierst du in Java? Ich könnte in Java programmieren, aber ich
programmiere hauptsächlich ja für Webprojekte, deshalb programmiere ich hauptsächlich in PHP mit JavaScript. Sebastian Peckelsen hat 2 € gespendet. Vielen, vielen Dank dafür und schreibt, keine Zeit, live dabei zu sein. Dir aber sehr viel Spaß. Danke. Und vielen Dank auch für die Spende. Das ist dann sozusagen die erste Live-Spende, die jemals hier für die Brickworld passiert ist. Also vielen Dank. Thomas D. fragt, hast du dir schon mal überlegt, Modellbau zu studieren? Ist das wirklich irgendwas, was man wirklich studieren kann? Also ich habe keine Ahnung. Ich frage einfach nur mal ganz spontan. Streets of Curiosity sagt, bleib bloß gesund, deine letzten Krankentage sind noch nicht lange her. Das stimmt allerdings und tatsächlich habe ich immer noch Husten davon. Ich weiß eigentlich nicht genau, was das war, als das passiert ist, aber ich habe immer noch trockenen Husten, warum auch immer. Schauen, ich schreibe gerade relativ viel und ich komme kaum dazu zu bauen, weil ich relativ viel lesen muss. Wubrick fragt, darf man einen Livestream nun öfter erwarten? Wann kommt ein Bergtutorial? Livestream vielleicht, wenn, aber dann tatsächlich immer nur zu relativ später Stunde, weil ich es sonst nicht einrichten kann. Bergtutorial ist eine gute Frage. Das ist halt eine Sache, die ein bisschen aufwendig ist und vielleicht demnächst. 61 Leute, ja, das schreibt auch gerade Sheldon Cooper. Das ist wirklich mehr, als ich erwartet habe. Wie gesagt, vor allem zu dieser späten Stunde. Das ist ja jetzt nicht unbedingt die normale Uhrzeit. Und es ist auch noch Montag, das heißt, Arbeitszeit kommt noch dazu. Emedin fragt oder schreibt: Könntest du dir vorstellen, deine Stadt zu digitalisieren, zum Beispiel Lichter per App oder die Züge per App fahren lassen? Ja, theoretisch schon. Momentan ist es sogar so, dass die Beleuchtung an der Smart-Steckdose hängt, damit ich nicht da unter den Tisch krabbeln muss und kann das Ganze schön mit Google-Sprachsteuerung aktivieren. Ansonsten kann ich mir auch vorstellen, weitere Sachen zu digitalisieren, aber das ist momentan nicht das Primäre auf meiner Liste von Dingen, die ich tun möchte oder zu tun habe. Woher beziehst du diese Platten 4x4 und größer etc. zum Bauen, fragt Coal Golem. Ich denke mal, das wird so ausgesprochen. Eigentlich sind so gut wie alle Steine, die hier in der Brickworld verbaut sind, von diversen Bricklink-Händlern. Teilweise sind die Steine aus dem Lego-Store, wenn ich dort mal hingekommen bin. Ich bin letzter Zeit tatsächlich mal zu 2 Lego-Stores gekommen. Und ganz wenige Steine sind sozusagen Altbestände aus meiner Kindheit. Und dann kommen ein paar Steine dazu, die ich direkt bei Lego bestelle. Das ist aber eher die Seltenheit. Das liegt aber daran, es gibt einfach ein paar Steine, die tatsächlich nur bei Lego direkt günstig zu bekommen sind. Zum Beispiel die 2x2er Fliesen, die ich gerade jetzt nicht hier liegen habe. Aber die sind tatsächlich bei Lego direkt günstiger als bei jedem Bricklink-Händler, den man finden kann. Sheldon Cooper fragt, willst du dich irgendwann mal zeigen? Tatsächlich ist das ja schon passiert. Es haben wahrscheinlich noch nicht alle mitbekommen, denn das war im 6000-Abo-Special. Als kleine Überraschung eingebaut, allerdings erst sozusagen als After-Credits-Szene. Hast du wahrscheinlich auch verpasst, würde ich mal sagen. Marcel Tissen sagt Servus, Strand bauen. Och, Menno, habe mich schon so oft stundenlanges 1x2er Fliesenlegen, aka Flusserweiterung gefreut.
Nein, das ist tatsächlich nicht interessant. Das ist unglaublich langweilig, wobei wir vielleicht hier vorne noch ein bisschen was bauen werden heute. Denn man muss mal bedenken, dass in so einer 32x32er Platte hängen tatsächlich ungefähr 500 Fliesen drin, plus Unterbau. Das ist einfach stupides Bauen und das ist relativ langweilig leider. Sheldon Cooper O habe ich nicht gesehen. Ja, kannst du ja nachholen. Es ist ja immer noch da, das Video. Es müsste das 6000 Abo-Special sein. Zottel zockt ist auch da. Hallo, Zottel. Zottel ist ja auch einer unserer inzwischen 19. Ja, Unterstützer des Projektes, also 19 Leute von euch, einige sind inzwischen auch hier online, habe ich gesehen, unterstützen ja jeden Monat das Projekt mit einer kleinen finanziellen, ja, Spritze, sage ich mal, mit einer Kanalmitgliedschaft. Und da vielen, vielen Dank, da kommen, glaube ich, auch inzwischen fast 50 Euro zusammen. Man muss bedenken, Google nimmt sich natürlich auch einen Teil des Ganzen für die Abwicklung und einfach für alles andere. Und versteuert das Ganze auch gleich mit. Deshalb kommt da nicht so viel am Ende hier an, wie derjenige direkt zahlt. Aber man muss ja sagen, würde Google das Ganze hier nicht anbieten, also mit YouTube hätte ich ja gar keine finanzielle Unterstützung für das Projekt und könnte es auch gar nicht euch zeigen. Deshalb ist das auch meiner Meinung nach ganz okay. Und die Versteuerung müsste man ja so oder so machen. Das ist auch ein Vorteil, dass eben Google das dann gleich mitmacht. Zottel schreibt, cool, dass du streamst, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, das hatte ich bis vor kurzem auch nicht auf dem Schirm. Das war so eine ganz spontane Idee. Rubrik schreibt, ja, hat man direkt einen Screenshot gemacht, aber kann dein Gesicht schon von der Lego Facebook-Gruppe? Ja, die Lego Facebook-Gruppen, da bin ich bei mehreren. Da bin ich ja mit einem Bild als, ja, unter meinem echten Namen vertreten, der auch nicht so schwer zu finden ist. Da er auch im Impressum stehen muss hier bei YouTube. Aber tatsächlich war es schon von Anfang an möglich, ein Bild zu finden, wenn man einfach nach meinem richtigen Namen gegoogelt hat. Man musste nur wissen, welches der Bilder es ist. Elmedin spendet 4,99 und schreibt dazu, du hast ja erwähnt, dass du irgendwann mal mit der Stadt umziehen würdest. Weißt du schon wann und wo? Oder ist das vorerst einfach nur eine Option? Jede Art des Umzugs wäre entweder hier in diesem Gebäude oder in einem anderen Gebäude hier auf dem Grundstück. Meine momentane Idee ist, die Stadt steht ja momentan in meinem Büro. Ich arbeite ja selbstständig von zu Hause und tatsächlich ist das Büro relativ groß und meine Idee ist momentan, die Stadt erstmal um 90 Grad zu drehen. Das könnte vermutlich, ich muss es noch ausmessen, dazu führen, dass man die erste Erweiterung mit den Gleisen noch hier in den Raum kriegt ordentlich und danach erst umziehen müsste. Würde ich hier im gleichen Gebäude auf die andere Seite ziehen, das ist ein ebenerdiges Kellerzimmer, müsste man das erstmal ein bisschen renovieren. Darauf habe ich momentan erst ja gar keine große Lust. Und alternativ. Marcel Tissen schreibt, um 90 Grad drehen, dann fällt doch alles runter. Nicht um die Achse. Jedenfalls, es gäbe noch die Möglichkeit, hier auf dem Gelände gab es mal, bevor wir das gekauft haben, eine alte, ja, was war das denn? Maschinenbau, eine Werkzeugbaufabrik. Und da gibt es auch verschiedene Optionen. Es gibt zum einen die Halle, die würde ich aber eher ungern nehmen. Erstens ist die riesengroß und irre kalt. Und da drin würde die Stadt aussehen wie eine Briefmarke. Alternativ gäbe es noch oben drüber die alten Büroräume, die teilweise abgetrennt sind, aber einfach nur mit so, ja, keine steinernen Mauern, sondern halt einfach diese, fällt das Wort gerade nicht ein, Trockenbauweise. Und da hätte man auf jeden Fall noch einiges an Platz. Also da hat die Stadt auf jeden Fall viel Platz, sich zu entwickeln. Aber da müssen wir einfach mal schauen. Die Sache ist ja auch die, dass die Stadt ja auch relativ viel
Steine verschluckt auf relativ wenig Platz, deshalb ist es eine Sache, die eh noch dauert. Aber ich habe weiterhin den Plan, die Gleiserweiterung zumindest dieses Jahr noch anzufangen. Aber da muss ich auch, wie gesagt, einfach mal schauen, wie das Ganze läuft. Gerade 77 Leute im, jetzt 76, naja, 77 ist ja unglaublich viel, also vielen, vielen Dank dafür, hätte ich echt nicht erwartet. Vor allem, wie gesagt, es ist ja alles nur mal so provisorisch, prophylaktisch, wie auch immer man sagen möchte. Einfach mal, um hier zu schauen, ob das was bringt, wie es läuft, ob ich auch zum Bauen komme. Kaiser fragt, hast du vor, das neue Set von Lego zu Kevin allein zu Hause in der Stadt einzubauen? Momentan eher nicht, denn ich glaube erstens, das passt in der aktuellen Form nicht in den aktuellen Bereich der Stadt. Das wäre eher so ein bisschen vorstadtmäßig und wir sind ja dadurch eigentlich hier eher mitten im Zentrum der Stadt. Deshalb glaube ich, dass das momentan nicht passieren wird. Oh, Kasi Brickborn ist auch da, habe ich gar nicht mitbekommen. Hallo Kasi. Der Strand gefällt mir bis jetzt sehr gut oder ganz gut, schreibt er. Also vielen Dank dafür. Ich hoffe, das bleibt auch so. Eine weitere Frage von Patrick W. Wie lange bist du noch online? Wie lange streamst du noch? Ich habe vor, ungefähr bis Mitternacht zu streamen. Mal schauen, wie das Ganze läuft. So. Jetzt muss langsam mal, ich versuche hier so ein bisschen im Autopilot nebenbei den Strand ein bisschen voranzubringen. Ich bekomme lustigerweise teilweise gar nicht mit, was ich mache, weil ich hier nebenbei eben, wie gesagt, eure Kommentare lesen, die ja glücklicherweise sehr, sehr zahlreich sind. Und jetzt geht es doch ein bisschen schnell, ich muss mal kurz lesen. Bricks im Kopf fragt, mit welcher Framerate nimmst du deine Videos auf? Das ist eine Frage, die ich tatsächlich eigentlich gar nicht beantworten kann, denn ich benutze einfach die Kamera von meinem Handy. Das ist ein Pixel 5 in der großen Variante. Also, die gibt es ja gar nicht. Das haben sie ja abgeschafft. In Pixel 5. Und damit nehme ich einfach auf. Es ist eine gute Kamera, funktioniert ganz gut und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich mir jemals eine andere Kamera kaufen müsste. Deshalb funktioniert es ganz gut. Framerate müsste ich jetzt tatsächlich erstmal nachschauen. Streets of Curiosity sagt, am Freitag kommt bei mir ja auch wieder ein weiterer Schritt vom Modular Building Mock. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich das bisher nicht verfolgt habe, auch wenn ich versuche, relativ viel andere, vor allem auch kleinere YouTube-Accounts ein bisschen zu verfolgen. Aber ich muss auch sagen, es ist tatsächlich so, dass das langsam, ist nicht negativ gemeint, aber überhand nimmt, dass es doch sehr, sehr viele tolle Städte gibt, aber man hat tatsächlich Probleme, allen zu folgen, muss ich sagen. Was haben wir denn hier? Kathy Brookman schreibt, bin schon einige Minuten hier, mein Lieber. Ja, ich bekomme das aber nicht mit, weil hier 81, jetzt 84 Leute sind, die mich hier mit Nachrichten überfluten. Und ich nebenbei auch noch bauen muss. Habe ich leider nicht mitbekommen. Benjamin schreibt, ich finde das Video nicht, in dem du dein Gesicht zeigst. Welches war das? Das ist das Abo-Special für die 6000 Abonnenten. Das ist jetzt nicht so lange her. Das ist, glaube ich, es war irgendwann im August. Da musst du einfach mal hier auf der Videoliste schauen. Ich kann jetzt gerade selber nicht nachschauen. Ist aber auf jeden Fall nicht lange her. Klaus Kleber schreibt, wäre schön, bald einmal eine Erweiterung der Brücke zu sehen. Falls du die große Brücke vorne meinst, da eine Erweiterung zu bekommen, wird, wenn dann noch einige Zeit dauern, da in der Richtung zu erweitern, in dem Raum auf jeden Fall eigentlich unmöglich ist. Dazu müssten wir auf jeden Fall nicht mal gegenüber hier im Haus ziehen, sondern tatsächlich in die Halle irgendwo. Das wird auf jeden Fall noch einige Zeit dauern. Mm.
René schreibt, Idee, gibt den Zuschauern die Möglichkeit, sich als Lego-Minifig zu verewigen gegen eine kleine Gebühr. Tatsächlich ist es ja jederzeit möglich, dass ihr Figuren schickt. Es sind ja schon einige hier. Wer ist denn hier alles da? Zottel zockt ist auf jeden Fall hier, das weiß ich. Der sitzt, glaube ich, irgendwo im Wartebereich des Bahnhofs. Auch noch ein paar andere. Stein auf Stein sitzt, glaube ich, im chinesischen Restaurant. Da muss ich auch nachdenken. Es sind einige inzwischen gekommen. Also wenn ihr eine Figur habt, die euch repräsentiert oder auch nicht und die ihr hier in der Stadt sehen möchtet, könnt ihr die gerne mir schicken. Dann findet ihr auch einen Platz hier in der Stadt. Und normalerweise habe ich, glaube ich, auch alle Figuren immer innerhalb eines Videos aufgestellt. Das heißt, ihr werdet euch auf jeden Fall auch sehen. Mika fragt, wann wird sicher die Stadterweiterung kommen? Das ist, wie gesagt, eine gute Frage. Aber weiterhin geplant dieses Jahr. Kann aber noch ein bisschen dauern. Weil ich, wie gesagt, dafür mindestens den Tisch. Ich habe mal ausgemessen, einfach nur den Tisch in Anführungsstrichen nach vorne zu ziehen, führt dazu, dass ich in den Bereich der Eingangstür komme, des Zimmers, was eine schlechte Idee ist. Dann muss ich schauen, ob eine Drehung 90 Grad helfen würde. Dann habe ich nämlich kein Problem mit der Tür. Wenn nicht, muss ich in einen anderen Raum ziehen, dann wird es ein bisschen aufwendiger. Und ich muss dann sagen, zumindest teilweise, ja, es ist zwar modular aufgebaut, aber ich muss es natürlich trotzdem irgendwie abbauen. Werde ich wahrscheinlich jetzt filmen, aber es wird natürlich auch eine Sache sein, die ein bisschen dauern wird. Das heißt, ich werde wahrscheinlich Videos vorproduzieren müssen, damit ich ein bisschen im Takt bleibe, während ich dann umziehe, damit, jetzt sind meine Steine runtergefallen, damit ich auch noch ein paar Videos habe, die ich euch zeigen kann, während hier der Umbau passiert, denn das wird, glaube ich, nicht an einem Tag durchgehen. Elmedin fragt, wie würdest du eigentlich um 90 Grad drehen? Also baust du die Stadt dann auseinander oder schiebst du Tische dann einfach hin? Nein, ich schiebe die Tische ganz sicherlich nicht durch die Gegend. Das wird, glaube ich, eh nicht funktionieren, da die hier auf Teppich stehen. Was ich immer noch bereue grundsätzlich, dass überhaupt jemand auf die Idee kam, hier im Büro Teppich zu verlegen. Denn der Teppich, dadurch, dass wir auch im Erdgeschoss sind, hat das Problem, dass er einfach alle möglichen Flecken aufnimmt, weil hier natürlich auch alle Leute mit ihren Schuhen reinrennen. Das wird natürlich auch irgendwann mal geändert. Aber es wird, ich muss ja eh den Tisch, als Ganzes kann ich den eh nicht bewegen. Das heißt, die Module kommen runter. Der Teil vorne mit dem Aufzug in die U-Bahn bleibt vermutlich stehen, damit ich den nicht auseinanderbauen muss. Aber sonst muss ich auch alle Bretter auseinanderbauen, eventuell nochmal ein bisschen was verändern und dann alles 90 Grad gedreht wieder aufbauen und auch die neuen Tische dann dazu. Aber wie gesagt, ich muss das erstmal ordentlich ausmessen, ob das hier in diesem Raum überhaupt funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ein Flughafen fände ich mega nach dem Beispiel der Hamburger Miniaturwelt. Tatsächlich ist auf einer langen Liste von Dingen, die ich irgendwann bauen will, auch ein Flughafen vorhanden. Nur da ist das Problem, da die ganze Brickworld hier einigermaßen im Bereich des Realismus steht und nicht nur im Sinne von Größe, sondern auch Verhältnis zu, wo irgendwas steht, müssten wir einen Flughafen hier einigermaßen am Stadtrand bauen. Und da wir jetzt mitten in der Stadt stecken, müssten wir, glaube ich, einige Stadterweiterungen haben, um irgendeinen Bereich erreichen, wo man einen Flughafen bauen könnte. Aber man weiß ja nicht, wohin sich das Ganze irgendwann entwickelt. Ist natürlich auch eine Frage der Finanzierung. Das heißt, je größer der Kanal wird und vielleicht noch irgendwelche anderen Möglichkeiten der Finanzierung entdeckt werden, kann das Projekt natürlich wachsen. Und ja, schauen wir mal. Eine andere Sache, die auf jeden Fall realistischer ist, wäre irgendwann ein Zoo. Der könnte ja auch in der Stadt sein. So nach dem Modell in Köln ist er ja auch mitten in der Stadt zum Beispiel. Aber auch der Zoo bräuchte ganz sicher ungefähr die Größe, die die Stadt momentan hat, einfach um realistisch zu sein und dann die ganzen Tiere zu kaufen. Das wird auch ein Projekt. Jetzt muss ich mal schauen, was ich alles geschrieben habe, wenn ich so viel geredet habe. Streets of Curiosity sagt, meine Sigfig-Oberkörper sind auch schon bestellt, dann wirst du Daniel eine ganz bestellte Sigfig von mir bekommen. Ja, freue ich mich schon, bin gespannt, wie die aussieht.
Turtle Talk schreibt mit, Grinchen sitze ich im Bahnhof. Ja, du sitzt im Bahnhof. Das stimmt. Du sitzt. Schauen wir mal, ob wir euch jetzt einfach mal mitnehmen können. Ich versuche jetzt mal die Kamera einfach mal mitzunehmen. Und zwar müsste Zottel hier sitzen. Ja, da auf der Bank sitzt du zusammen mit Krienchen. Und hier vorne im chinesischen Restaurant sitzt unter anderem auch Stein auf Stein. Es sitzen eigentlich überall. Ach ja, Kasi haben wir auch noch hier. Kasi ist hier oben an der Brüstung. Und wie gesagt, wenn ihr auch Figuren schicken wollt, könnt ihr es einfach an die Adresse schicken. Die. Lass mal jetzt hier die Kamera wieder positionieren. Die im Impressum steht. Oder ihr schreibt mir bei Instagram. Dann können wir vorher noch drüber reden. So, wo waren wir denn jetzt? Bricetti und Klotzi sitzen auch im Bahnhof. Das ist eine sehr schöne Frage. Ich kann das gerade ehrlich nicht beantworten. Was sind inzwischen so viele Figuren? Okay, nein, ihr sitzt noch zu Hause. Okay. Streets of Kirby City sagt, ein Drittel der Stadt ist ja momentan noch Bahnhof. Ja, das kommt ungefähr hin. Aber der Bahnhof ist ja auch ein großes Projekt. Aber der wird ja immer kleiner, je größer die Brücke wird. Die ganze Idee hinter dem Projekt ist ja auch Sachen zu bauen, die erstens relativ realistisch sind, deshalb ist der Bahnhof auch relativ groß gehalten, und auch Sachen zu bauen, die eben andere Leute noch nicht gebaut haben, oder zumindest in der Art und Weise noch nicht gebaut haben. Und deshalb kommen halt Projekte zustande wie der Bahnhof. Martin Köhler schreibt, wie werden die Häuser der Altstadt dann aussehen, wie groß wirst du sie bauen eben? Eher wie die 21325 oder wenn ich jetzt wissen würde, was die 21325 ist und was die 10193, ich nehme an, dass eins davon die Mittelalterschmiede ist vielleicht. Ich hatte mal irgendwann ein Video gepostet, in dem ich einen digitalen Entwurf gemacht hatte für eines der Häuser. Das ist schon ein bisschen länger her, ungefähr in der Größe. Das heißt, wir sind dann ungefähr, ja, relativ klein im Verhältnis zu heutigen Gebäuden, aber in einem realistischen Grad zu dem Mittelalter. Denn da waren ja auch nicht alle Häuser riesengroß. Bricketing Klotz, ich schreibe, Mineralwasser hilft bei Flecken im Teppich. Ich sage aber niemand, dass ich so etwas weiß. Ja, kann ich mal ausprobieren. Ich habe da schon verschiedene Dinge ausprobiert, aber ich weiß eigentlich auch nicht, ob der Teppich nicht einfach irgendwann einfach rausfliegt. Three Times Eight schreibt, im Vergleich zum Flughafen ist der Bahnhof nur aufwärmen. Ja, das stimmt vermutlich. Denn der Flughafen, wenn der irgendwann kommt, hätte ja auch wahrscheinlich allein, dass das Gebäude für den Flughafen größer als der Bahnhof ist und dann noch die ganzen Bahnen, das wird. Interessante Geschichte, aber das wird auf jeden Fall noch einige Zeit dauern, wenn ein Projekt wie das angegangen werden sollte. Nanaki Red 13 ist auch da. Hallo. Patrick Osper fragt, weißt du schon, ob es ein drittes Stockwerk im Bahnhof gibt? Ich bin mir ehrlich immer noch nicht sicher, aber wenn ich jetzt von hier aus mir mal die Höhen anschaue, brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen Höhe. Also man könnte theoretisch ein drittes Stockwerk, das halt normale Höhe hat, noch einziehen. Dann muss ich mir das nochmal genau überlegen. Theodor Kaulfersch fragt, wo kann man die Figuren Oberkörper drucken lassen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mir fällt gerade der Steinedrucker ein, aber das ist jetzt keine Werbung. Das liegt einfach nur daran, dass ich da Sachen gekauft habe und gedruckt habe, aber es gibt noch ein paar andere. Einfach mal nach Lego Steine bedrucken googeln, da könnten einige kommen. Bulgarian Klotzi fragt, lässt du auch hautfarbene Sigfix in der Stadt? Tatsächlich gibt es alle Farben hier in der Sigfix, in der Sigfix schon, in der Brick World. Wir haben alle Farben. Wir haben alles, was Lego zu bieten hat. Stefan M2803 fragt, wie hältst du die Stadt derzeit sauber vor Staub? Mit einem Staubsauger und mit einem Staubwedel.
Der Vorteil, dass das hier jetzt nicht ein Raum ist, in dem jetzt Tiere sind oder viele Leute sind, gibt es natürlich schon mal viel weniger Staub, weil das meiste an Staub ist ja tatsächlich menschliche Haare. Und das erspart sich hier dann dadurch schon ein bisschen. Aber langfristig, wenn das Projekt größer werden sollte, glaube ich, dass ich auf Luftfilter auch setzen werde. Das würde dann schon mal eine Menge aus der Luft filtern. Und ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee bei einem größeren Projekt. Und ich auch mal schauen könnte, wie die jetzt eigentlich ein Miniaturwunderland in Hamburg machen, weil die werden ja ähnliche Probleme haben. Aber ich auch glaube, dass da sicherlich auch Luftfilter eine Geschichte sind. Elmedin fragt, könntest du dir vorstellen, ein Stadion oder irgendeine Sportzentrum? Ja, Stadion ist auch so eine Geschichte, die halt auf einer. Ich habe eine Liste hauptsächlich in meinem Kopf mit vielen, vielen Dingen, die ich vielleicht irgendwann bauen will. Das Problem ist, die meisten davon sind riesengroß. Und ein Stadion müsste natürlich auch halbwegs da reinpassen von der Größe. Ja, also. Wahrscheinlich müsste man dann darüber sich überlegen, ob man das vielleicht nicht unbedingt so groß baut, dass man jetzt hier eine Allianz Arena baut. Denn das wäre auch ziemlich groß. Aber ja, grundsätzlich irgendwann ja. Vielleicht fangen wir erstmal an mit so einem kleinen Sportplatz irgendwo bei einer Schule oder so. Eine weitere Frage. Was ich besonders interessant fände, ein Frachthafen der Brickwall stehen würde, und zwar, wenn du der erste Motor bist, der zumindest im Hafen Wasser verwendet. Ich nehme an, du meinst richtiges Wasser. Tatsächlich habe ich darüber schon nachgedacht. Ist ja eine zweischneidige Geschichte. Man kriegt da ein paar Probleme, die zusammenkommen. Erstens, man muss es halt wirklich dicht bekommen. Und dann ist die zweite Frage, wie sieht es dann im Verhältnis aus zu dem Gebauten? Und dann kommt noch die dritte Problem auf. Das ganze Wasser wiegt ja auch eine Menge. Und das ist ja dann je nachdem, erstens ein statisches Problem für den Tisch an sich, aber auch für das Gebäude, das unten drunter steht. Deshalb ist das eine Sache, wo ich ehrlich gesagt ein bisschen aufpassen würde. Stefan W. schreibt noch, du hast Problem Nummer 4 vergessen, Wasser ist dann irgendwann über, das ist, ja. Und Three Times H schreibt, und wenn es stehendes Wasser ist, fängt es recht schnell an zu stinken. Ja, das kommt auch noch dazu. Das stimmt. Da kommen mehrere Probleme zusammen und ich glaube, dass die Probleme, das, was man dadurch erhält, doch ein bisschen überstrapaziert. So, ich war ganz kurz weg, weil ich musste mal kurz Steine suchen, die nicht dort waren, wo ich dachte, dass sie sind. Das hat jetzt länger gedauert. Sonst hätte ich mich vorher mal abgemeldet. Tahispa schreibt, gibt es heute ein Ziel beim Bau? Nein, nicht unbedingt. Wir machen jetzt einfach hier ein bisschen Livestream. Das Ganze hier ist Teil von Update
Ich glaube 121. Ich glaube, dass jetzt nicht alles in einem Livestream davon gebaut wird. Es ist einfach so ein bisschen, wir bauen es hier ein bisschen. Ich habe ein Video vorher gemacht als Einleitung für das Update. Und der Rest wird dann vermutlich einfach abseits eines Livestreams gemacht. Mika fragt, finanziert sich die Brickworld mittlerweile selbst mit dem YouTube-Kanal? Nein. Also, es ist ja so, man bekommt ja bei YouTube Geld für ja, Klicks auf die Videos, besser gesagt, wie oft ein Video angeschaut wird. Und dann bekommt man in der Hinsicht eben mehr oder weniger Geld. Das kommt darauf an, zum einen, wie die Zielgruppe ist. Also, wenn man jetzt Videos macht für eher junge Menschen, bekommt man eigentlich wahrscheinlich weniger, weil die Kaufkraft dieser Menschen geringer ist. Die Brickworld hat den Vorteil, dass tatsächlich ein großer Teil in einem männlich ist. Das ist nicht, dass männlich besser ist, aber männlich und in einem etwas höheren Alter, also Kaufkraft vorhanden ist. Dadurch steigt auch der Wert des Kanals für potenzielle Werbepartner. Das heißt, ich bekomme ungefähr, je nachdem, welchen Tag, welches, was auch immer, ungefähr zwischen 4 und 5 Euro für 1000 Videoaufrufe. Was schon relativ gut ist, denn die meisten, vor allem kleineren YouTube-Kanäle, landen eher so bei 1 bis 2 Euro, meistens so mit 1 Euro. Und darüber finanziert sich schon ein großer Teil. Ein Teil finanziert sich über ein anderes Projekt und dann kommen noch ein bisschen private Mittel dazu. Und natürlich auch noch das, was eben die Kanalmitglieder rein sponsoren. Aber es reicht noch nicht. Und das große Ziel ist ja auch nicht nur, dass es die Stadt finanziert, sondern dass ich vielleicht auch dann irgendwann das Ganze so machen kann, dass ich das hier sogar als meine Hauptaufgabe benutze und davon auch mit vielleicht leben kann. Dass wir besser davon leben können. Ja. Der Tausendsasser fragt, eine Frage am Rande, wird es eine Unterwasserwelt geben? Es ist tatsächlich gefragt, geplant, dass es eine weitere Ebene unter dem Fluss geben wird mit eben dem unterirdischen oder unterseeischen oder unterflussischen Fortlauf des Ganzen. Sowas ist tatsächlich geplant, aber ich kann noch nicht sagen, wann. Wahrscheinlich noch nicht vor dem Umzug oder beziehungsweise vor dem Erweiterung, weil ich natürlich dann auch wieder alles abbauen müsste. Turtle fragt noch, möchtest du eigentlich ausschließlich Lego verwenden oder andere Hersteller? Denke ja zum Beispiel an Modular Buildings. Tatsächlich ist der Plan eigentlich wirklich nur Lego zu benutzen, soweit es geht. Bei den Schienen sind wir ja an ein Problem gestoßen, dass tatsächlich einfach von Lego ein bisschen ja, falsch angegangen wird. Lego könnte natürlich auch merken, dass Eisenbahnthema ist, dass auch Leute bei Lego interessiert. Das sind wir so ein bisschen beim Held der Steine-Modus angekommen. Aber da müssen wir halt einfach hier Schienen von Twix Bricks nehmen. Die sind ja auch super gut geeignet. Die haben ja alles Mögliche. Und ja, ansonsten bleibe ich so weit wie möglich bei Lego. Einfach weil ich Lego mag, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass die Qualität gleichbleibender ist. Und weil ich natürlich auch nicht mehr das Ganze als Lego-Stadt vermarkten kann, sobald ein größerer Teil nicht mehr aus Lego besteht. Natürlich vermarkt in Anführungsstrichen. Und wollte ich noch sagen, Modular Buildings, nein, weil ich ja eigentlich kaum noch Modular Buildings nutzen werde. Ich habe jetzt das Diner und das Pariser Restaurant, die habe ich ja eh gehabt. Das Pariser Restaurant ist ja schon ein bisschen angepasst. Bei der Polizeistation, die hier schon Ewigkeiten rumsteht, habe ich eh den Plan, hier ein bisschen anders aufzubauen. Ich hatte inzwischen sogar die Idee, die Polizeistation auszuschlachten und ja nicht unbedingt die Polizeistation zu bauen, sondern die Steine zu nutzen, um unser Gebäude, das hier vorne am Fluss steht, fertig zu bauen. Mal schauen. Ansonsten
habe ich ja eigentlich fast alle Modular Buildings noch rumstehen bei uns. Die plane ich aber langfristig, ehrlich gesagt, einfach großflächig umgebaut einzusetzen. Also ein erster Kandidat in ferner Zukunft wäre dann tatsächlich die Steinebank. Die würde ich dann irgendwie umbauen, dass sie deutlich größer ist. Three times eight fragt, wie ist denn deine Zielgruppe? Also die Zielgruppe ist ja tatsächlich nicht ausgesucht, aber ich glaube, wir liegen da bei ungefähr 80, 90%, ja, ich glaube so 85% Männer. Zumindest nach den Angaben, die bei YouTube natürlich in den Google-Accounts gemacht werden. Und ein Großteil ist zwischen 20 und 50, wo ein Schwerpunkt auch eher bei 30 bis 50 liegt. Das heißt, also männlich 30 bis 50 ist für Werbende natürlich sehr interessant, weil es einfach eine Gruppe ist, die wirklich auch das Geld hat, um Geld auszugeben. Streets of Curiosity fragt schon Planung da, was an den Platz kommt, den du gerade baust. Ja und nein. Hier irgendwo muss noch unser Lagerfeuer hinkommen, das haben wir auch geplant. Dann kommt hier, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, ich nehme euch mal kurz mit. Hier hinten muss ja der Fels noch ein bisschen um die Ecke gezogen werden. Und wir brauchen hier vorne noch Platz, um ja noch unsere Holzhütte zu bauen, die irgendwann kommen wird. Denn ich habe hier noch das Set hier mit Thor und seinen Kumpanen aus Endgame. Da hatten wir ja die Idee, hier noch eine Hütte mit hinzubauen. Das heißt, relativ viel Platz ist ja nicht mehr da. Das muss ich dann hier hinten irgendwo noch einsetzen mal. Das wird noch eine spannende Geschichte. Weiß nicht, ob die Frage schon kam, aber wird man irgendwann live deine Stadt besuchen können? Das ist eine weitere Frage. Es gibt keine konkreten Planungen, aber ich habe es ist nicht ausgeschlossen. Aber wenn, dann müsste es auf jeden Fall dann sein, wenn die Stadt nicht mehr hier in diesem Gebäude ist, sondern drüben in der Halle. Da gäbe es dann natürlich auch einen anderen Zugang dorthin. Aber ja, das ist eher in weiter Ferne. Also ich schließe es nicht aus. Noah Leberer fragt noch, kommen auch noch mehr Modular Buildings in die Stadt? Theoretisch ja, aber nicht in der Form, wie Lego die geplant hat. Das heißt, wie gesagt, ich habe ja gerade schon erzählt, Steinebank zum Beispiel würde ich großflächig umbauen, dass sie vor allem auch von der Grundfläche größer wird und höher. Aber das müssten wir auf jeden Fall machen in irgendeiner Erweiterung der Stadt. Mika fragt, gibt es eigentlich schon Minifiguren, die im Fluss schwimmen? Nein, noch nicht, kommt aber noch. Streets of Curiosity fragt auch noch, wann geht es beim Mittelaltermarktplatz weiter? Das ist eine gute Frage, sobald ich mir wirklich sicher bin, was ich bauen möchte. Denn ich habe immer das Problem, solange ich unzufrieden bin mit dem Konzept, das ich mir überlege, fange ich einfach noch nicht an. Und das zieht sich das alles noch ein bisschen. Patrick Osbach fragt, wann geht es mit dem Kreisel weiter? Tatsächlich ist der Plan des Kreisels ja, dass der Kreisel auf die Erweiterung umzieht. Weil er an der Stelle, an der er jetzt noch geplant ist, eigentlich keinen großen Sinn mehr ergibt und noch Probleme führt. Das heißt, wir werden, ich weiß nicht, ob du das Video kennst, in dem ich mal so den 5-Jahres-Plan vorgestellt habe. Das heißt, die weitere Planung ist ja, dass das Ganze erstmal so eine Art U-Form wird. Das heißt, der Tisch, auf dem jetzt die Stadt ist, ist der linke Flügel, dann kommt hinten das. Ja, die Querverbindung mit den Gleisen und dann wieder rechts runter der zweite Flügel. Und auf dem Flügel würde dann tatsächlich ein richtiger Kreisverkehr von vornherein geplant mit mehr Platz. Und momentan sieht es so aus, als würde wahrscheinlich der Kreisverkehr hier auf der Platte nicht mehr realisierbar sein. Zumindest nicht so, dass es gut aussieht. Brummkloss fragt, kommt dein Rathaus in die Altstadt oben auf der Burg? Meinst du das Modular Building Rathaus? Wenn du das meinst, dann tatsächlich nicht, denn in der Altstadt kommen tatsächlich nur
Altstadtgebäude, das heißt, die werden alle selbst gebaut. Bubik schreibt so, ihr Lieben, morgen arbeiten und Kinder lassen dann auch nicht ausschlafen. Ja, die sind ja erst mal so um 6 wach, ne? Oder um 5:30. Ja, viel Spaß noch. Freue mich, wenn du öfter live dabei bist. Ja, ich schau mal, wie es so läuft in nächster Zeit. Vielen Dank, dass du da bist oder warst. Und vielen Dank natürlich auch, dass du Kanalmitglied geworden bist. Patrick Osper sagt, eine kleine Open-Air-Theaterbühne in der Altstadt wäre cool. Ja, das stimmt. Sowas habe ich mir auch schon mal überlegt. Aber da muss ich auch mal schauen. Wir haben jetzt auf der Platte jetzt nicht so viel Platz noch in der Altstadt. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Erweiterung auch in die Richtung. Ist ja alles nicht ausgeschlossen. Aber dann müssen wir, wie gesagt, auch mal schauen, wohin die ganzen Ideen. Es gibt ja auch noch die Idee einer Kirche, aber Kirchen waren ja im Mittelalter nicht so nah am Rand der ganzen Sache, sondern eher so ein bisschen Stadtmitte. Das heißt, da müssen wir auch noch erweitern, damit wir da hinkommen. Aber das wäre auch wieder ein etwas größeres Projekt vermutlich. Blödsinnkopf schreibt an alle, Daniel macht nur Mocks oder Mods. Ja, das stimmt zu 99%. Nur ab und zu, manche Fahrzeuge sind tatsächlich unverändert, beziehungsweise nicht ganz unverändert, weil die werden ja beleuchtet und teilweise deshalb auch umgebaut. Aber ja, das meiste ist tatsächlich nichts, was man im Katalog findet. Three Times Eight fragt noch schon Ideen, was in den hinteren Teil des Bahnhofs reinkommt. Ja, im Prinzip weitere Geschäfte. Es ist ja gespiegelt, das heißt, also achsensymmetrisch gespiegelt. Das heißt, wir werden auch auf der linken Seite zwei große Sachen haben, also passend zum chinesischen Restaurant bzw. zu dem Legoladen, der da drüber geplant ist. Und eins davon vermutlich ein Elektronikgeschäft, also so Mediamarktmäßig. Ansonsten haben wir noch so kleinere Ideen. Ein Tattoo-Shop, das wäre auch eine Idee, das stimmt. Wo ich mal schauen muss, ob wir den tatsächlich sagen muss, ich noch nie einen Tattoo-Shop in einem Bahnhof gesehen habe. Aber vielleicht gibt es das. Oh, ich habe auch noch nie gemerkt. Stefan W. fragt, hast du eine Idee, wie ich einen Mehretagenbahnhof mit Gleisen bauen kann, denn, dass da verschiedene Ebenen sind? Naja, man kann das im Prinzip hier einfach auch so regeln, wie es hier in der Brick World ist mit eben dem Bahnhof. Und die Gleise kommen, wie gesagt, noch dahinter. Und wir haben ja die U-Bahn 2 Etagen tiefer, also sinnvoll wäre wahrscheinlich, dass die Gleise jetzt nicht in die gleiche Richtung gehen, sondern glaube ich schon 90-Grad-Winkel versetzt, damit man eben auch die zwei Ebenen ein bisschen trennen kann besser. Aber entweder du baust es tatsächlich so, dass dass du Holzplatten hast, um die verschiedenen Etagen zu tragen, oder dann einfach doch ganz standardmäßig mit Ebenen reinziehen aus Lego. Aber ich glaube da jetzt nicht, dass da so ein Riesenproblem besteht, das umzusetzen. Streets of Curiosity sagt, Mocks sind klasse, wenn man die 20. Stadt gesehen hat, in der die gleichen Modular-Buildings stehen, wird es langweilig. Ja oder nein? Kommt auch mal drauf an, was man mit denen macht.
Bricks im Kopf sagt noch vielleicht eine kleine Spielhalle in den Bahnhof. Aber ich kenne jetzt auf der Erweiterung schon ein Casino geplant. Casino ist eigentlich noch gar nicht geplant gewesen, aber das ist natürlich eine lustige Idee. Sowas könnte man natürlich auch irgendwann mal noch einbauen. Vielleicht so am Wasser. So mit Yachten davor. Ich schiebe euch mal ein bisschen weiter nach vorne, ohne hier alles abzureißen. Mal schauen, wie ich euch jetzt hier positionieren kann mit den ganzen Figuren im Weg. Bleibt mal ein bisschen näher am Geschehen. Noah Leberer fragt, kommt in die Bückwald eine ganze Zugverbindung, die mit der U-Bahn-Bahnhof verbunden ist? Die Sache ist die, ich kann nicht sagen, wann irgendwann tatsächlich ein Rundkurs bestehen wird, weil ich nicht vorhabe, eine Strecke nur zu bauen, damit sie geschlossen ist. Ich will es halt doch eher, wie gesagt, das Ziel der Bückwald ist eben Realismus. Abgesehen davon, man würde zum Beispiel jetzt irgendwie schattenmäßig in irgendwelchen Bergen die Strecke zurückführen, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn so oder so, die U-Bahn-Strecke wäre auf jeden Fall eine eigene Strecke, unabhängig von den anderen oberirdischen Strecken. Alptas schreibt, Grüße aus Ibiza. Ja, hallo, da haben wir ein internationales Publikum. Und Sweet Times 8 schreibt noch, wie wäre es mit einem Backshop im Bahnhof? Ja, so ein Bäcker und dergleichen ist auf jeden Fall noch geplant. Tim Tefer, ich frage mich schon lange, wo eigentlich die Batcave hinkommt, so mit getarnter Auffahrt in der Stadtmauer. Ja, tatsächlich, die Batcave könnte es tatsächlich auch irgendwann geben. Aber da müssen wir auf jeden Fall mal, also hier, das müsste ja eher ein bisschen ländlicher sein, weil die Batcave ist ja unter Wayne Manor und Wayne Manor steht ja nicht mitten in der Stadt. Stefan W. schreibt, 9 Volt stehen nur die 9 verschiedenen Systeme. Tatsächlich, die 9 Systeme, einfach weil ich dadurch mehr Flexibilität habe, auch mit alternativen Anbietern. Und es ist einfach auch eine Kostenfrage. Alptas schreibt, muss ja keine geschlossene Strecke sein. Ja, das stimmt. Das Erste, was es vielleicht gäbe, wäre eine Verbindung zwischen dem Hauptbahnhof und einer S-Bahn-Haltestelle irgendwo in der Stadt. So, jetzt brauchen wir mal andere Steine. Eine Kiste, eine Tüte voll mit 4x4er Plates in Schwarz. Dann machen wir erstmal hier vorne die Dark Trans Blue Steine hier weg. Die sind uns nämlich jetzt im Weg. Stefan Wischer, ich bin bei 9 Volt, weil ich das alles auf Vorrat hatte. Ja, wenn man davon genug hat, ist das natürlich eine super praktische Sache. Aber da ich auch eher sagen, langfristig planen muss, falls das Projekt noch größer werden sollte, wovon ich einfach mal hoffe, ausgehen zu können, führt es einfach dazu, dass ich irgendwann halt auch größere Mengen von Schienen brauche und allein der Plan ja für das Schienensystem direkt hinter dem Bahnhof, wir haben da ja, ich glaube, 8 Gleise geplant, inklusive einem Durchfahrtsgleis, also unsere Schienen gehen über 3 48er Plates nach hinten in der Planung und ja, allein das sind schon Unmengen an Steinen, die da, an Schienen, die da gebraucht werden. Tashipa schreibt, hattest du Dark Ages? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall.
Die waren wahrscheinlich auch relativ lang. Also typisch, weiß ich nicht, 13, 14, sowas in der Richtung. Und dann hat es relativ lange gedauert, bis ich mal wieder irgendwas gekauft habe. Aber deutlich vor dem Start der Brick World, also muss ich mal nachdenken, also 10 Jahre bestimmt. Thaisbar, ja, du hast recht, ich habe jetzt einfach nicht richtig gelesen. Es kommt davon, wenn man anfängt, den Namen zu lesen, dann wegschaut und wieder hinschaut und da weiterliest, wo man eigentlich schon mal war. Waldwerk schreibt, es gibt ein 9-Volt-System von einer Firma in Kanada. Ja, ich weiß, die sind ja auch in Entwicklung, aber ich bin immer noch der Meinung, dass für das Ganze hier ein Nicht-9-Volt-System besser ist, denn man könnte tatsächlich auch im Notfall Sachen selber drucken mit einem 3D-Drucker. Und ansonsten besteht auch noch die Sache, dass man ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich hatte gerade noch irgendein Argument, aber es fällt mir gerade nicht mehr ein. Tahispa fragt, darf man fragen, aus welcher Region du kommst? Ja, aus Oberfranken. Ob man mich irgendwann als Besucher in der Ausstellung sehen wird, momentan eher schwer. Ich sehe gerade, was ist das denn hier? Das hier ist auf jeden Fall kein Lego-Stein. Welches Branding es ist, auf jeden Fall ist es ein bisschen seltsam, denn es ist ja nicht mal gleich groß. Seht ihr das? Die passen nicht mal aufeinander. Oh. Stefan W. schreibt, nach meiner Erfahrung ist, es kommt immer auf die Größe der Anlage. Ja, das stimmt vermutlich. Da ich aber auch überhaupt nicht sagen kann, wie groß das Projekt mal wird, bin ich eben für mein Projekt der Meinung, dass es nicht wollen, Volt-System vermutlich besser ist. Street Times 8 schreibt, den blauen Stein hat deine Tochter reingeschmuggelt. Nein, das glaube ich nicht. Die hat nämlich tatsächlich auch selber nur Original-Lego. Das ist halt einfach eine Tüte gewesen mit unglaublich vielen 2x2 Steinen in teilweise schlechtem Zustand. Und da ist scheinbar aus irgendwelchen Konvolaten der Händler das zusammengestellt. Und da ist scheinbar irgendwas reingerutscht, was nicht hätte reinrutschen sollen. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm. Ich suche gerade eine Tüte mit Steinen, die auf jeden Fall hier lag.
Stefan W. schreibt, dass der Stein vielleicht so massiv abgenutzt ist, dass es nicht mehr passt, aber der hat nicht mal hier oben drauf irgendwelche Lego-Markierungen und er ist einfach wirklich breiter. Also der, wenn der hier drauf steckt, steht der teilweise über. Stefan W. schreibt noch, okay, dann ist das ärgerlich bezogen auf den Stein, der hier in Fremdfabrikat nicht passt. Ja, es stört mich jetzt nicht so sehr, das ist halt eine Tüte gewesen, ich glaube, mit 1000 Steinen oder so. Und da ist jetzt ein Stein, der jetzt nicht passt, ist halt auch, ja, das ist okay. Das sind ja abgenutzte Steine, die kosten nicht die Menge, teilweise kriegt man die für 1 Cent das Stück und da mache ich mir jetzt keinen großen Gedanken deswegen. Ja, Tim T. schreibt, der große Stein wäre gern Duplo, aber es hat nicht gereicht. Ja, da muss er wahrscheinlich noch ein bisschen wachsen. Immer noch 70 Leute hier im Chat dabei, obwohl es fast Mitternacht ist. Erstaunlich, hätte ich nicht gedacht. James Bond fragt, cool, erster Stream. Ja, der erste Stream hier aus der Brickworld tatsächlich. Stefan W. schreibt noch, er baut gerade ein Stellwerk so in einer Lego-Größe und in einer realistischen Größe. Muss man ja mal sagen, Lego ist ja bei vielen Sets ja eher so ein bisschen unrealistisch in der Größe, was ja auch nicht schlimm ist, weil würden wir jetzt alles in der Größe verkaufen wollen, in der hier auch durch die Brickworld gebaut ist, dann könnte es ja eh wahrscheinlich wieder keiner bezahlen. Auf Dauer. Ja. Brooks den Kopf schreibt, ja, ich bin jetzt auch gleich ins Bettchen, sag schon mal bei und viel Spaß noch dir und den Zuschauern bei einer netten Überraschung und Leute liken nicht vergessen. Vielen Dank, dass du dabei warst und ja, gute Nacht. Jeremy schreibt realistisch, ja, dann auf jeden Fall super cool. Kann man das irgendwo sehen?
Silverblau hat 1 Euro gespendet. Vielen Dank dafür. Ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht, wie viel von euch da auch jetzt finanziell zurückkommt. Also wir haben jetzt, wenn ich hier richtig, 7,99 Euro im Stream zusammenbekommen. Also vielen, vielen Dank dafür. Silberblau schreibt dazu noch, lässt sich super entspannen, auch wenn man zu Hause neben Ordnung macht. Mach weiter so groß das Niederbein. Vielen Dank, dass du dabei bist oder dabei warst. Ich klinge gerade so, als würdest du jetzt gerade gehen, aber grundsätzlich bist du ja scheinbar mit am Kanal dabei und ich bin froh über jeden, der hier mitschaut. Und wie gesagt, auch durch einfach nur Mitschauen finanziert ihr das ganze Projekt mit, eben durch Werbung von Werbepartnern. Stefan W. schreibt, momentan planen wir vielleicht einen Lego-Film zu machen. Also ich nehme an, so einen Stop-Motion-Film. Also, denke ich jetzt mal. Jetzt muss ich mal schauen, wo meine Dark Trans Blue Fliesen sich versteckt haben. Ja, ich gebe es zu, ich habe noch mehr, als ich jetzt wirklich noch brauche, um den Fluss fertig zu bauen. Ich habe jetzt vergessen, wer sich vorhin darüber gefreut hätte, also wahrscheinlich ironisch, dass jetzt hier noch Fluss gefließt wird. Aber glücklicherweise ist es ja wirklich nur noch ein kleines Stück, das ich jetzt hier fließe. Denn ich weiß nicht, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal erzählt, der Fluss macht ja hier sozusagen eine Biegung hier rüber und deshalb wird das jetzt hier immer schmaler, die ganze Geschichte, bis sie eben ganz endet, beziehungsweise auf dem Ausschnitt, den wir hier bauen, endet. Jeff Bond sagt, wie lange streamst du noch? Ich hatte immer gesagt, so bis Mitternacht vielleicht noch so 10, 15 Minuten. Und Stefan W. schreibt noch, ich würde gerne eine Werft bauen, aber traue mich nicht ran. Was genau ist denn das Problem dabei? Zottelzock spendet 5 Euro. Vielen, vielen Dank dir. Kleiner Beitrag für die nächsten Steine. Ja, vielen Dank. Du hast ja das ganze Projekt eh schon ein ganzes Stück unterstützt mit den ganzen Lego-Paketen, die hier vor einiger Zeit dankenderweise per Amazon eingetrudelt sind. Das ist auch wieder keine Werbung. Nicht, dass hier irgendwas irgendjemand meint. Stefan W. schreibt noch, ich baue alles, dass es Funktion hat und ich traue mich nicht so richtig an die Technik ran. Ja, dann würde ich einfach sagen, ich würde einfach mal mit tatsächlich dem Schwersten anfangen. Ist meistens eine ganz gute Taktik, dass man eben sagen, den Big Fish zuerst macht
Und wenn man das dann nämlich geschafft hat, dann kann man einfach, ist der Rest, sagen Anführungsstrichen, eine leichte Sache, weil man eben das Schlimmste schon hinter sich hat. Zottel schreibt noch, gute Projekte unterstütze ich gerne und tatsächlich warst du mir seit dem ersten Video, das ich gesehen habe, sympathisch. Das freut mich, vielen, vielen Dank. Ich war ja auch mal kurz bei euch, ja, auf Twitch war das, glaube ich, im Stream. Ich würde auch öfters mal vorbeischauen, aber ich, also zeitlich ist es momentan gar nicht so einfach, muss ich sagen. Denn die meisten Livestreams von irgendwelchen Leuten kollidieren ziemlich mit Zeiten, die ich einfach brauche für Familie und Kinder. Tahispa schreibt, ich muss sagen, du hast eine sehr angenehme Stimme und ich bin froh, dass du die eine Marotte aus dem ersten Morgen angelassen hast. Klopfen auf die Tischplatte und die Baseplatte, wenn du das gezeigt hast. Das scheppert in den Ohren. Daran erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, das war nicht mal beabsichtigt. Und Turtles schreibt noch, ja, das Zeitproblem kenne ich. Ja, das kennen wahrscheinlich die meisten. So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen mit dem Strand weiterbauen. Sonst kann man den Übergang gar nicht weiter gestalten. Der Tausendsasser spendet auch 5 Euro. 20 voll, mach weiter so. Dein Stil gefällt mir und erhebt sich von vielen anderen ab. Vielen, vielen Dank für die 5 Euro. Vielen Dank, ja. Also einfach, ich bin wirklich überrascht und wirklich sehr dankbar für das, was alles kommt. Und dass immer noch 71 Leute jetzt um Mitternacht, mitten in der Woche, mir hier zuschauen, wie ich irgendwelche Steine aufeinander setze, ist auch, hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwann mal passieren würde. Ist ja auch nicht, selbstverständlich. Klingt auch ein bisschen absurd, wenn man drüber nachdenkt. Stefan W. schreibt, Zeitprobleme kenne ich auch, ich baue nur nachts. Ja, tatsächlich entsteht ein großer Teil der Brick-World-Videos auch teilweise nachts. Teilweise dann zu meiner Arbeitszeit, dass wenn ich zum Beispiel irgendeinen Leerlauf habe, baue ich hier an der Stadt ein bisschen weiter und filme. Aber ich arbeite auch teilweise nachts, um einfach. Man hat einfach mehr Ruhe, muss man sagen, weil einfach erstens, man wird nicht dauernd angerufen. Es sind keine anderen Sachen, die einen irgendwie ablenken und ja. Irgendwie, ist das hier Lego? Die Farbe, ich glaube, legen wir mal auf der Seite, der Stein ist nämlich ganz schön vergilbt, muss ich sagen. Tausendster schreibt, dass ich mir sowas anschaue, hätte meine Frau auch nicht gedacht. Was genau dachte sie denn oder was sagt sie denn? Das klingt lustig. Three Times Age schreibt, mitten in der Woche, schön wär's. Ah, du meinst, weil heute Montag ist, beziehungsweise Dienstag, ich verstehe. Naja, für mich ist alles mitten in der Woche, was nicht Wochenende ist. Ganz einfache Regelung. Wobei ich sagen muss, ich weiß meistens eh nicht, welcher Tag ist. Stefan W. schreibt auch noch, ich finde, der Tag ist für die Kinder reserviert, wenn es noch dunkel ist. Ja, also meine Tochter, ich habe ja zwei Kinder, meine Tochter ist, ja. Gestern, also montags, ist jetzt Dienstag inzwischen, am Montag, also gestern 4 geworden. Und sie hat ja schon hier mitgebaut, also sie hat teilweise die Straßen mitgebaut, das sieht man auch manchmal im Video. Und ja, also sie kann da auf jeden Fall mithelfen, aber die Geduld ist noch nicht so ganz dabei.
Yannick Weigel schreibt, ich habe noch bis Ende des Monats frei, also kann man das hier mal machen? Ja, das ist natürlich ein guter Grund. Und der Tausendsasser schreibt noch, meine Frau sagt, sie hält sich beim Thema Klemmbausteine raus, mir langzeitig sie kennt und benutzt den Begriff Klemmbaustein. Ja, das ist natürlich eine Sache, die die meisten Leute ja nicht kennen, weil für die meisten ist ja alles Lego, was ja auch Lego selber stört, dass sie ja wie gesagt nicht unbedingt wollen, dass daraus ein Gattungsbegriff wird, was ich sagen muss, auch verstehen kann aus Sicht von Lego. Es schreibt, der Stream ist herrlich entspannt, gerne öfters am Abend. Ja, ich schau mal, was sich machen lässt. Tatsächlich muss ich mal schauen, was ich währenddessen bauen kann, denn das hier ist noch okay, weil ich da jetzt nicht so viel denken muss, aber wenn ich jetzt irgendwas Komplizierteres mache, kann ich, glaube ich, nicht mehr so viel reden. Multitasking hört dann doch irgendwann auf. Fun Fact nebenbei, ich muss endlich mal anfangen, die Steine fertig zu sortieren, denn ich habe hier noch eine Kiste von Lidl hinter mir stehen mit 8 neuen Kleinteilsortiermagazinen hier. Und ja, ich müsste jetzt echt mal alles sortieren, weil jetzt zum Beispiel bei den Sachen, die sortiert sind, merkt man einfach, wie praktisch es ist, dass sie sortiert sind. Wie jetzt zum Beispiel das, was ich jetzt gerade ganz schnell holen konnte. Aber es ist nicht mit allem gemacht. Und das stört mich persönlich ein bisschen, aber mir fehlt ein wenig die Muse zum Steine sortieren, aufräumen. Wobei ich jetzt versuche, einfach die neue Bestellungen gleich verräumt werden, damit die Chaos nicht größer wird. Man schaut mal wieder in, was er so schreibt. Stefan, wie ich sage, ich hasse Kabel legen. Ja, meinst du jetzt so, wie jetzt zum Beispiel hier die Beleuchtung in den Steinen ist oder grundsätzlich alles, was mit Kabeln zu tun hat. Also mich stört es eigentlich, ich finde es eigentlich ganz nett, wenn es funktioniert. Janik Weigel schreibt, sehe ich das richtig, dass der Fluss quasi eine Linkskurve gemacht hat und deshalb da jetzt der Strand ist? Ja, der macht eine Linkskurve. Und vielleicht sehen wir auch irgendwann in ferner Zukunft, wohin der Fluss weitergeht. Tahispa, ich habe es, glaube ich, wieder mal richtig ausgesprochen. Ich bin mittlerweile im Bett mit dem Tablet angekommen, mal sehen, ob es wie bei den drei Fragezeichen ist, als bekanntestes Schlafmittel der Welt zu fungieren. Das bekannteste Schlafmittel, also ist eigentlich alles bei mir. Sobald ich nichts mehr mache und irgendwie auf dem Sofa sitze, dann dauert es meistens nicht so lange, dass ich einfach einschlafe. Oder in liegender Position, das ist auch super praktisch, wenn man Kinder ins Bett bringen möchte, ist, dass man dann einfach einschläft. Ja. Stefan W. schreibt, meine Tochter lieber Steine sortieren. Ja, damit, das kann ich leider nicht anbieten. Stefan W. schreibt noch, ich habe eine Weichen- und Signalsteuerung über den Computer, deswegen musste ich Stellwerk bauen. Und dann, ich verstehe. Ja, ist aber eine super coole Sache, wenn man sowas hat, weil es halt einfach cool ist und es hat halt nicht jeder.
Der Tausendsasser fragt, wo ich die kleinen Teile Schublade sehe. Wie viele Magazine hast du mittlerweile? Nach welchen Kategorien sortierst du? Ich habe. Also, wenn ich mal alle demnächst ausgepackt habe, müssten das 12 Kleinteilmagazine sein und noch einige Kisten und noch ein paar andere Kleinteilmagazine. Und ich sortiere tatsächlich. Es ist verschieden. Also, ich habe Steine, die ich in größeren Mengen habe, kommen in diese Kisten. Das sind zum Beispiel, die sind dann wirklich Einzelteile normalerweise. Ich habe dann auch noch eine Kiste zum Beispiel mit denen hier. Dann gibt es Teile, die zum Beispiel nur als Stützkonstruktion gelten. Die werden dann farblich gemischt sortiert. Also das sind wirklich nur einmal Zweier Bricks in verschiedenen Farben. Das gleiche habe ich da jetzt auch nochmal, weil das ja auch noch durcheinander ist hier, mit ganz vielen normalen Bricks. Die sind aber jetzt auch nicht alle, die ich da habe. Die sind einfach in der Kiste aufgefüllt. Und ansonsten sortiere ich tatsächlich das meiste inzwischen wirklich nach Einzelsteinen und Farbe, teilweise noch zusammengefasst. Momentan sortiere ich einfach alles mal in die entsprechenden Schubladen und wo die Nachricht, die ich dann jetzt später innerhalb der ganzen Schubladen sortiere, also wo ich die alles hinstelle, mache ich dann später. Aber ich tendiere jetzt tatsächlich dazu, wirklich alles einzeln zu sortieren. Janik, erinnerst du dich noch, was dein erstes Set war? Schwierig. Ich glaube, mich erinnern zu können, es gab mal vor langer, langer, langer Zeit ein Krankenhaus auf einer 32x32er Platte, ich weiß die Nummer nicht, mit so einer schrägen Ausfahrt. Das könnte eines der ersten Sets gewesen sein. Aber ich glaube nicht, dass so ein großes Set das erste war. Schwer zu sagen. Aber es war irgendwas wahrscheinlich irgendwas aus der City-Abteilung. Stefanie schreibt auch, es ist eine Sauarbeit, teilweise, wenn neue Bereiche dazukommen, verzweifelt man, weil es dann ins Programm mit einbinden muss. Ich glaube, ja, das glaube ich dir auf jeden Fall, dass das eine Sache ist, die jetzt nicht unbedingt den größten Spaß macht. Stefan W. schreibt, was ist besser als Java? Das ist jetzt eine Sache, die man einfach nicht sagen kann, weil grundsätzlich sind sich ja alle Programmiersprachen, zumindest alle objektorientierten, relativ ähnlich. Also, das ist meistens auch eher eine Sache der persönlichen Präferenz als für das Problem. Ricketti und Klotzki schreiben noch, was war als Kind deine Lieblings-Lego-Serie? Ich hatte tatsächlich relativ viele von den damaligen Space-Sachen. Es gab ja mal diese Space Police, da hatte ich glaube ich fast alles. Dann gab es eigentlich fast jedes Jahr eine neue Reihe. Dann gab es doch diese Eis-Raumschiffe da, diesen weiß-blauen Farbton. Dann gab es noch irgendwelche anderen. Davon hatte ich relativ viel und ich hatte relativ viel auch von den Western-Sachen. Ich glaube, davon habe ich sogar auch alles. Ja, sowas in der Richtung. Total Talk. Java hat den Vorteil, dass es auf jedem Betriebssystem läuft. Das stimmt, das ist ein Vorteil, den man nicht unterschätzen darf. Dafür muss man aber auch sagen, dass Java diesen Vorteil auch erkauft, damit, dass es tatsächlich etwas langsamer ist als andere Programmiersprachen, weil eben man ja sogar eine virtuelle Maschine hat, die das Ganze ausführt, wodurch man eben den Vorteil bekommt, dass es auf allen Systemen läuft. Aber für die meisten Gebrauch fällt das nicht auf.
um nochmal zum Thema Kleinteilmagazine zurückzukommen, ich habe jetzt zum Beispiel die hier komplett in einem und hier sind jetzt zum Beispiel diese Cheese-Teile in diesem durchsichtigen und in diesem etwas schwarzen durchsichtigen einfach in der gleichen Ding getrennt mit der Trennwand, weil die eben meistens vielleicht sogar an der gleichen Stelle gebraucht werden, ein bisschen thematisch zusammenpassen. Also danach versuche ich so ein bisschen zu sortieren. Stefan W. schreibt, ich will mein Programm erweitern, dass ich dann auch die Züge steuern kann. Ja, es gibt da ich kann damit gar nicht sagen, wie derjenige heißt. Es gibt da irgendeine Seite mit jemandem, der sowas auch macht und da auch relativ viel im Angebot hat. Vielleicht hilft das. Telspa schreibt, jetzt weiß ich, wo deine Tannenbaseballs herkommen, wenn du deine Westenfigur nicht mehr brauchst. Tausch dir das, sag Bescheid. Tatsächlich sind die meisten nicht mehr da, muss ich sagen. Ich habe vielleicht noch ein paar irgendwo rumliegen, aber die meisten sind tatsächlich nicht mehr da. Turtle sagt, kompliziert sich ja, weil ich selber und daher läuft es überall. Ja und nein, also wie gesagt, wird mit der J, vor allem das ist die Java Virtual Machine, auf dem entsprechenden System ausgeführt und dadurch ist es etwas langsamer. Also es ist so eine Zwischenstufe. Hesper schreibt noch, kennst du das Planungsprogramm Bluebrick? Bin mich sicher, womit du mal deine. Damit habe ich tatsächlich teilweise geplant und zwar habe ich damit die Strecken für die Eisenbahn geplant, weil es eine Erweiterung gibt für Bluebrick mit den ganzen Schienenelementen, die es eben von, jetzt wird es lustig, Blue Bricks gibt. Ja. Aber die Hauptansicht war tatsächlich in Stat.io zusammengebastelt. Ich denke, dass ich jetzt nicht mehr so lange hier weiterbauen werde. Es ist ja inzwischen 0:20 Uhr. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Und morgen auch wieder Kindergarten. Also nicht für mich. Da hieß bei Schrei auch für Tricksbricks, ich meinte das ja auch Tricksbricks. Aber wir sind auf jeden Fall ein ganzes Stück vorangekommen, was jetzt hier den Strand angeht. Fehlt natürlich ein bisschen Detaillierung und Figuren etc. Aber das werde ich wahrscheinlich dann alles sagt, off Kamera, also nicht off Kamera, aber off Stream noch fertigstellen. Und wenn es ganz gut läuft, würde das Video dann wahrscheinlich morgen
irgendwann im Laufe des Tages, wahrscheinlich eher später am Tage, online gehen. Mit eben all dem, was jetzt hier heute im Stream passiert ist und was noch passieren wird. Muss ich mal schauen, was noch alles passieren wird. Und wir haben immer noch 67 Zuschauer jetzt hier um ja fast halb eins. Ich hätte nicht mehr gedacht, dass überhaupt irgendwann mal so viele jetzt um die Uhrzeit da sind, beziehungsweise überhaupt zuschauen, wenn ich hier, wie gesagt, baue. Aber ich werde, wie gesagt, denke ich, ein paar Minuten noch weitermachen und dann spätestens um halb aufhören. Schön jetzt hier mal noch ein bisschen den Verlauf im Strand. Also einfach ein bisschen die harten Kanten rauszuholen. Und es kommen noch neue dazu. Hallo an alle, die gerade noch dazukommen. Tausend, dass er sagt, wie wäre es mit einem Schiffswrack am Strand? Ja, wir haben tatsächlich eigentlich gar nicht den Platz dafür mehr, weil wir ja, wie gesagt, hier irgendwo noch die Holzhütte hinkriegen müssen. Dann sieht man das eigentlich gerade? Ja, ungefähr. Da hinten geht ja dann der Fels um die Ecke, weil wir da noch unsere Tropfsteinhöhle bauen. Aber vielleicht irgendwann in irgendeiner Erweiterung kommt sowas sicherlich noch. Aber hier wird es dann doch tatsächlich mit den Sachen, die noch geplant sind, zu eng für sowas. Jerry, du hast mich zu einer steilen Küste inspiriert. Das freut mich. Da bin ich mal gespannt, wie das bei dir wird. Three Times A schreibt, ist die kleine Höhle am Strand eigentlich schon fertig? Nein, weil ursprünglich ist es ja noch geplant, dass die hinten noch ein bisschen weiter geht. Auf der Platte hier vorne ist sie soweit fertig, aber wir müssen ja wahrscheinlich noch eine kleine Erweiterung hinten reinmachen. Aber dafür ist auch noch interessant zu wissen, was da hinkommt. Und das ist noch nicht ganz sicher, was da passieren wird. Fragt, hast du eine ungefähre Ahnung, wie viele Euros der verarbeitet? Nein, aber ich weiß, dass seitens von YouTube sicherlich über 2000 Euro hier drin stecken. Dann noch ein bisschen mehr. Dann kommt noch dazu, dass ich auch einige meiner alten Steine habe, aber ich denke, dass wir jenseits der 4000 Euro sicherlich liegen.
bauen wir da noch ein bisschen Fels mit rein. Weil die Idee ist ja, dass der Fels hier auch noch ein bisschen eventuell hier vorne später hier noch ein bisschen hoch geht und die Hütte dann so ein bisschen hier schräg neben dem Felsen steht. Einfach um noch ein bisschen so einen Ausläufer zu bekommen von dem großen Felsen. Miki sagt, ich hätte alles auf 10.000 Euro geschätzt. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Was dann auch eben daran liegt. Also ich kann es schwer einschätzen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es nicht 10.000 Euro sind. Aber ich versuche auch zu sparen, soweit es geht, indem ich halt zum Beispiel Steine benutze, die in Anführungsstrichen günstig sind. Und auch versuche eben die in größeren Mengen zu kaufen, wo man teilweise auch bei Bricklink eine Mengenrabatte bekommt, die vielleicht nur ungefähr einen Cent ausmachen, aber wenn man halt größere Mengen kauft, das auch wieder einen Unterschied macht. Oder eben bei Angeboten, bei manchmal haben ja auch Bricklink-Händler einfach mal so 30-40% Minus, das lohnt sich dann auch. Miki schreibt noch, der Fluss, die Brücke und der Strand sind meine Lieblingsstellen. Das ist alles sehr schön geworden. Der Rest natürlich auch. Ja, das freut mich. Ich bin auch ganz froh mit dem hier vorne, vor allem, weil es eben... Der Strand war ja eine Sache, zum Beispiel, die nie so geplant war. Ursprünglich war es ja geplant, hier wirklich einfach nur Fluss, die ganze Seite entlang. Aber dann kam ja eben der Gedanke, das wird dann doch ein bisschen langweilig. Und dann kam irgendwie die Idee mit diesem Strand auf. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, warum. Und dann hat sich eben die Steilküste hier mit dem Weg nach oben entwickelt und dann noch der Turm mit der Stadtmauer, den wir auch mal irgendwann fertig bauen müssten, beziehungsweise höher bauen. Der wird ja auch noch einiges an Höhe gewinnen müssen. Aber vielleicht kommt ja irgendwann noch was anderes, was noch besser wird. Stefan, wie schreibe ich, schaue meine Videos da, deine Videos meistens, damit ich Ideen bekomme. Ja, das freut mich, dass das irgendwie ganz viele Leute inspiriert. Ich kriege jetzt öfters die Meldung oder die Rückmeldung, besser gesagt, dass das Leute inspiriert, wo ich mich immer frage, warum eigentlich, weil das ist jetzt nicht irgendwie so falsche Bescheidenheit oder so, aber ich habe einfach nicht das Gefühl, dass es das irgendwie was Besonderes ist. Ich baue jetzt noch ein bisschen hier Felsenstückchen und dann würde ich sagen, würde ich mal für den ersten Livestream heute hier mal sagen, das war's dann. Tahispa, jetzt kriege ich es auf jeden Fall jedes Mal richtig hin, habe ich das Gefühl. Ein guter Baustil, der dich abhebt, alleine mit dem Milzstandard. Habe auch erst wegen dir mal wieder mehr über Milz nachgedacht und angefangen, meine Schienen hochzusetzen. Ja, das mit dem Milz war ja auch eine lustige Sache. Das war ja eigentlich nur, bevor ich angefangen habe mit diesem Projekt, hatte ich ja auch relativ viel bei Bevins Bricks zugeschaut. Kennt ihr vielleicht? Der hatte ja auch, mit dem habe ich ja auch Kontakt und der hatte ja damals auch meinen Kanal bei sich vorgestellt.
mit einem Programm, bei dem ihr eigentlich weitere Kanäle vorstellen sollt, hat er danach aber eingestampft, weil er so viel Anfragen bekommen hat von allen möglichen Kanälen, die unbedingt auch vorgestellt werden wollten, dass er dann keine Lust mehr hatte auf das Projekt. Three Times Age hat eine Stadt, ist was ganz Besonderes. Solche Kritik ist in kaum einer anderen Lego-Stadt. Vielen Dank dafür. Ich habe einfach Probleme, das irgendwie selber einzuschätzen. Und ich will auch nicht unbedingt dann sagen, ja, ich finde meine Stadt super toll, viel besser als deine. Martin S. schreibt, das Besondere ist, dass es bei dir auch besser aussieht. Ja, da, gleicher Punkt. Danke. Und was haben wir jetzt noch? Miki, arbeitest du oft nachts, denn Frauen und Kinder schlafen und darfst du auch viel tagsüber bauen? Schau deine Frau beim Bauen zu, die Kinder sind noch zu klein, um zu bauen. Ich arbeite öfters auch nachts, was oft daran liegt, dass ich einfach tagsüber nicht unbedingt zu allem gekommen bin, was ich machen müsste. Ja, tagsüber bauen, ich baue eben teilweise, wenn ich jetzt zum Beispiel so zwischendurch ein bisschen Leerlauf habe, hier, dadurch, dass es jetzt im gleichen Raum ist und ich jetzt gerade auf irgendwas warte oder so, dann kann ich hier mal kurz ein paar Steine draufstecken. Die Kinder sind noch zu klein, um zu bauen. Nicht unbedingt, weil also meine Tochter ist ja, wie sagen jetzt, 4. Und die hat ja schon an der Stadt mitgebaut. Die hat ja auch Milzstraßen mitgebaut. Und sie hat auch hier letztens mitgefliest. Also den Fluss hier. Also das geht schon. Und Herr Hilsberg schreibt, und ich denke, die Regelmäßigkeit macht es auch aus. Ja, das kann sein. Und Tausend schreibt, ja, Softwarewissen, Tagtaktive. Ja, das liegt aber auch meistens daran, dass man nachts einfach, wie gesagt, mehr Ruhe hat. So, dann würde ich jetzt einfach sagen, mit diesem Ergebnis lasse ich euch jetzt mal gehen. Wir können auch gleich nochmal einen kleinen Blick durch die Stadt machen. Ich nehme euch einfach mit. Aber das ist jetzt ungefähr unser Ergebnis von diesem Stream. Wir hatten ja, glaube ich, hier ungefähr die Grenze und haben hier doch jetzt einiges geschafft in den 1¾ Stunden. Auch wenn ich die meiste Zeit, glaube ich, eher geredet als gebaut habe. Deshalb sind wir jetzt nicht so weit gekommen, wie wir vielleicht trotzdem der Zeit geschafft hätten. Und jetzt muss ich mal das Handy noch mitnehmen in der anderen Hand, damit ich auch noch sehe, was ihr schreibt. Tahispa, schaust du die Lego World oder Bob Brickman, wenn du baust auch mal so? Ich habe einige Leute abonniert, unter anderem auch Lego World, auch Bob Brickman. Fun Fact, Bob Brickman hat mich auch abonniert. Wie viele Stunden arbeitest du aktuell in deinem Beruf? Ja, ungefähr 40 Stunden. Bricketing, Moment, Total Lock, nice. Danke. Und ja, dann sein. Oh, schön, okay, gut. Ansonsten würde ich jetzt einfach nochmal kurz, wenn ihr wollt, mit euch ein bisschen durch die Stadt gehen. Dann mal schauen, was hier noch interessant ist. Jetzt sehen wir hier ein bisschen Chaos, weil hier die ganzen Kisten stehen. Ja, hier vorne, ich bin jetzt wirklich dazu übergegangen, ihr seht es hier, ist ein bisschen eingerissen. Der Kreisverkehr wird hier nicht mehr hinkommen. Also allein mit dem Straßenbahn stehen, ich muss jetzt auch noch Ampeln einbauen müssen. Das werden wir einfach auf eine Erweiterung dann bauen, weil ich einfach hier zu wenig Platz habe. Wenn ich das vornherein plane, das war ja auch nachträglich eingeplant, auf eine Erweiterung, dann kriegen wir auch einen ordentlichen Kreisverkehr hin. Und deshalb glaube ich, ist für alle besser. Bricketing klotzt sich ran, macht den Kreisel weg. Ja, ihr seht ja hier vorne, das Beet wird schon eingerissen. Einfach auch, um Steine mitzunehmen. Ich werde einfach in absehbarer Zeit vielleicht demnächst, denke ich mal, hier vorne das komplett rausreißen und dann mal schauen, wie wir das hier weitermachen. Und ansonsten, der Bereich ist jetzt ganz gut. Ich denke jetzt momentan nicht, dass da jetzt noch weitere Fahrzeuge dazukommen werden. Miki schreibt auch, gut, dass der Kreisel wächst, was wächst, wenn er wegkommt. Ansonsten, das wird auch noch eine spannende Geschichte hier. Ah, hier ist auch eine Sick Fig, eigentlich zwei sogar. Hier ist ja noch, hier, Brick Parker steht da noch, der gerade von der Polizei kontrolliert wird. Und Stefan W. schreibt, ich plane eigentlich nie, wenn ich baue. Ich habe einen groben Plan von der ganzen Geschichte von Anfang an, der auch relativ dem entspricht, was es hier ist. Also, wo kommt was hin ungefähr?
entwickelt sich natürlich, weil zum Beispiel die Straßenbahn war ja nie geplant. Das ist eine Sache, die einfach nur komplett durch euch entstanden ist. Aber die Detailarbeit sind Sachen, die tatsächlich nach und nach entstehen. Triple F sagt, hast du mal die Lärmschutzmauer weggemacht? Guck, wie es aussieht. Ja, habe ich. Es gefällt mir nicht. Einzige Idee, die ich vielleicht noch habe, ist, dass wir das Ganze vielleicht einfach tiefer setzen und vielleicht so drei Bricks hoch machen, weil ich brauche einfach irgendeine Abtrennung hier auch, um den Übergang zwischen der Pflanzendache und den ganzen Fliesen hier zu kriegen, weil das Ganze überdeckt halt diesen Übergang. Weil wir haben ja hier die gebogene Straße, dann haben wir hier das Beet, damit wir können einfach sonst nicht auf Gehweg direkt übergehen, weil es einfach nicht funktioniert. Und dann haben wir hier die Mauer, um dann eben den Gehweg zu, den Übergang zu verstecken. Also irgendwas brauche ich da auf jeden Fall. Kurti Kutscher, ich finde, der Block um das Diner passt von der Qualität nicht mehr zum Rest. Ja, das habe ich lustigerweise mir auch schon gedacht. Zock schreibt mal, ich bin echt gespannt, wie der fertige Busstraßenbahn. Ja, das bin ich auch, weil ich tatsächlich momentan mehrere Ideen habe. Es steht der Bus zum Beispiel da drüben, einfach mal zu schauen, wie das aussieht, wenn der da steht. Weil die Haltestelle von der Seite kommt, kann ja auch der Bus benutzen. Das wird noch interessant. Vor allem muss die Haltestelle hier drüben ja kürzer werden, damit die Busse da noch durchkommen. Also, es wird noch interessant. Zock schreibt auch, die Wand ist auch cool, gerade in der Farbe bringt das nochmal auf. Ja, ich persönlich, es sagen so viel, dass die weg soll, dass ich jetzt ein bisschen anfange zu zögern oder zu hadern. Der W schreibt dann noch, das Einzige, was ich plane, ist, dass in den Modulen sind dann die Kabel wegen, okay, ja. Es ist ja bei mir eh so, dass ich die Module so geplant habe, dass die Module ja alle nur noch einen USB-Anschluss am Ende haben. Wo ich sagen muss, dieses Modul ist extrem groß geworden inzwischen. Es geht nämlich von hier bis nach da hinten und ich bin gespannt, ob ich das jemals nochmal ordentlich rauskriege oder es irgendwas kaputt geht beim Umzug. Aber die kleine Ecke hier ist ein eigenes Modul, das stimmt. Aber es hat sich einfach so entwickelt, weil zum Beispiel durch die Straßenbahnschienen muss ich eben an Kanten kommen wie hier, damit das Ganze funktioniert. Und ja. Triple F einfach die Blätter als Übergang. Ja, das sieht nicht so hübsch aus, muss ich sagen. Ich hatte die Wand ja mal weg komplett, als ich hier in dem Video, ich weiß nicht, 118, 117 oder so, hier die ganze Anlage hier gebaut habe. Und es sieht doch nicht so gut aus. Miki schreibt noch, die neuen Bäume sind übrigens sehr schön geworden. Ein Baum könnte noch an der gebogenen Straße hinpassen. Meinst du hier vorne, da vorne am. Wo auch die Laterne steht, weil da habe ich absichtlich keinen Baum hingesetzt, weil die nämlich den Lichtkegel ein bisschen einengen würde. Fidget Bricks ist auch da. Hello from the USA. Ja, hello. Lego Dozito fragt noch, wie alt bist du? Eine Frage, die tatsächlich ungefähr zweimal pro Woche kommt. 34. Und Miki, ja, genau, Laterne, nee, ich habe es ausprobiert. Ich habe da mal eine von den anderen da hinten hingestellt, die ja da hinten noch gebaut wurden. Es engt tatsächlich das Licht zu nervig ein und ich finde, das wäre dann tatsächlich doch zu viel und es würde ja auch den Plan zerstören, dass es hier jetzt Licht gibt. Emily findet die Mauer auch cool. Ja, wir haben ja tatsächlich auch einfach extra die Fenster drin, damit man eben auch ein bisschen was sieht. Und man sieht ja von oben auch noch ein bisschen. Also man, ich würde mal tatsächlich sagen, man sieht nicht unbedingt mehr, wenn die Mauer weg ist. André R. schreibt, hey, immer wieder tolle Videos. Was macht dein Zauberhafter Bahnhof? Ungefähr das. Also da ist seit dem letzten Update nicht so viel passiert. Ich warte auf ein paar Steine, um einfach hier weiterbauen zu können auch. Nächsten Pläne sind tatsächlich, dass wir hier hinten vielleicht mal die Mauer fertig ziehen und dann hier mit den Läden einziehen können. Und natürlich, da hinten ist ja auch noch ein bisschen Chaos. Wir müssen ja irgendwann auch mal hinten weiterbauen. Aber ansonsten, das chinesische Restaurant braucht noch ein bisschen Arbeit. Die Küche fehlt ja, wie gesagt, noch. Und hier unten in dem Shop, hier in dem, wollte ich auch den Boden noch austauschen. Aber ich habe ehrlich gesagt momentan keine Lust. Denn das wird eine Sache, die doch ein bisschen aufwendiger ist. Und hier ist ja auch noch einiges zu tun. Wie gesagt, hier hinten soll ja noch die Wand entlang kommen, wo dann hier. Schließfächer kommen, dann kommen hier noch Automaten hin, weil hier, das ist jetzt sagen, der Übergang in die Tiefgarage des ganzen Gerätes, der ganzen Sache, ist ja auch mal noch
angesprochen gewesen in dem 5-Jahresplan-Video. Und ansonsten sehe ich gerade, dass hier das Licht aus ist, weil nämlich hier oben zu wenig Druck drauf ist. Irgendwo hier ist, da ist nämlich der Connector. Und seitdem ich da oben ein bisschen umgebaut habe, ist hier oben nicht mehr genug Druck drauf. Und das heißt, ich muss hier noch ein bisschen, also wird sich wahrscheinlich von alleine lösen, wenn da oben mehr drauf gebaut ist. Jetzt muss ich mal schauen, was ihr noch schreibt. Fidget Bricks fragt, where do you buy your bricks from? Most of them by on Bricklink and some from Lego directly. Elmedine, hast du eigentlich was gemacht wegen den Tischplatten, der das Durchbogen? Nein. Also ich habe noch ein paar Verstärkungen eingebaut. Die langfristige Idee ist tatsächlich zu schauen, welche Platten am stärksten belastet sind und die dann durch was anderes auszutauschen, weil ich habe ja momentan diese Pressspan-Dinger, wo ich nicht gedacht hätte, dass die tatsächlich sich so durchbiegen. Dass man ein Leimholz oder das gleiche nehme. Ich habe mir schon ein bisschen umgeschaut in so Modelleisenbahnen-Foren, was da so die beliebtesten Sachen sind. Aber wenn ich dann hier mal demnächst entweder drehe oder umziehe, dann habe ich ja auch die Chance, da ein bisschen was auszutauschen oder umzubauen. Briketting Klotzig sagen, wie real leben, das sind im Bahnhof auch immer. Ja, aber hier ist ein ganzes Abteil dunkel, als wenn man jetzt mal hier reinschaut. Ich drücke jetzt mal hier drauf. Das ganze Modul hat kein Licht, wenn jetzt hier oben nicht drauf gedrückt wird. Also das ist dann doch ein bisschen übertrieben vielleicht. Fidget Bricks sagt, your English is very good. Ja. Ich hatte auch lustigerweise Fun Fact Nummer, was weiß ich, Englisch als Leistungskurs. Ein Zebrastreifen fehlt noch am Anfang der gebogenen Straße. Das ist tatsächlich nicht geplant. Es ist nicht beabsichtigt, dass hier auch noch Leute rüberlaufen, einfach um den Verkehr ein bisschen in Bewegung zu halten. Denn die Leute werden rein theoretisch auch hier irgendwann anders darüber kommen. Ich will einfach nicht dann noch einen Zebrastreifen haben, dann wird nämlich das Ganze verkehrstechnisch noch problematischer, weil wir ja hier eh schon jetzt noch eine Haltelinie und Ampel brauchen, damit die Straßenbahn hier locker rausfahren kann und den ganzen Verkehr anhalten kann. Triple F, hast du ein kleines Geschäft geplant? Ja, kleines Geschäft ist auch geplant, mindestens eins. Stefan, wie die durchgebogenen Platten kannst du super mit Lego konstruieren. Ja, das ist eine Sache, die ich aber nicht machen möchte, weil der Tisch muss auch stabil bleiben, ohne die Module, die da drin sind. Kodikot, benutzt du deine Zähne, um Steine zu trennen? Ja, aber ich will es nicht. Ja, klingt komisch. Aber manchmal macht man es einfach. Ja, ansonsten. Ja, U-Bahn-Eingang will ich auch in absehbarer Zeit endlich mal machen. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier runter schaue, muss ich mal kurz gucken, wo der Eingang ist. Die Löcher haben wir ja schon gesägt. Das heißt, ja, da braucht man wie weit ein anderes Modul hier unten noch. Ja, die Platten für dich da. Das wird noch interessant. Aber dann hätten wir hier auch mal noch ein bisschen mehr Licht da hinten. Und wir können aber absolut eh mal das Licht hier ausmachen. Ich stelle euch mal ganz kurz ab. Ihr könnt jetzt mal kurz hier vorne in die Stadt schauen. So, ich habe jetzt mal fast das ganze Licht ausgemacht. Kodikot hat 5 Euro gespendet. Vielen, vielen Dank. Damit haben wir tatsächlich schon fast 23 Euro hier im Stream gemacht. Also vielen, vielen Dank an euch alle. Ja, das ist jetzt unser Nachtmodus. Da drüben ist noch die Lampe von der Arbeitslampe an. Da schaue ich mal, ob ich die jetzt auch noch ausmache. Wobei das Problem wahrscheinlich wieder wird, dass es dann wieder zu dunkel ist und dann der Lichtsensor hier wieder verrückt spielt. So, tatsächlich ist jetzt gar kein Licht mehr hier im Raum an und es ist trotzdem relativ hell. Aber jetzt sieht man schon wieder, dass es teilweise so ist, dass eben der Lichtsensor ein bisschen überstrahlt. Vor allem hier vorne beim Diner ist es hier meistens in den Aufnahmen, jetzt geht es gerade sogar, deutlich überstrahlt. Der Tausendsasser sagt, ich muss los, mein Planet braucht mich. Ja, mach weiter so, freue mich auf das nächste Live-Video. Gute Nacht, bleib gesund. Ja, gute Nacht. Ich muss mal schauen, wie wir das mit Livestreams vielleicht noch weitermachen.
Fidget Book schreibt noch, you inspired me to build my own train station, thanks. Ja, you're welcome. Anonymous, ich habe ihn einfach jedes Mal erstaunt, in wie kurzer Zeit du das alles auf die Beine gestellt hast. Ja, das stimmt tatsächlich, das bin ich auch selber, weil wir sind jetzt ja ein bisschen mehr als ein Jahr. Und es ist einiges zusammengekommen, das stimmt. André erst auf den Weiterbau vom Bahnhofsvorplatz gespannt. Ja, das bin ich auch. Das ist ja eine Sache, die jetzt momentan schon mal deutlich weiter vorangeschritten war. Und inzwischen, ich glaube, es ist Umbau Nummer 4 oder so. Also das hier vorne werde ich nicht mehr wegbauen. Nein, das mache ich nicht mehr. Kurti Kurt, sage ich mir auch weg. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Amadeen sagt, sieht schon richtig cool aus. Okay. Vielen Dank natürlich. Jetzt sieht man auch hier mal so richtig, dass man das erste Mal Licht richtig aus dem Bahnhof kommen sieht. Und DBC Dennis Basement Collection sagt, gute Arbeit, danke. Ein paar Filmszenen werden schon auf den Straßen von Marvel oder so. Was meinst du? Tatsächlich, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil ich nämlich vorhin aus Versehen den Spider-Man hier ein bisschen abgetrennt habe. Vielleicht kann ich hier mal kurz die Taschenlampe anmachen. Hier hängt Spider-Man. Etwas falsch jetzt, weil die eine Schnur nicht mal richtig da ist. Aber eigentlich ist er gerade hier auf der Jagd nach hier Venom, der hier hinten auf dem Schiff sitzt. Also da haben wir auf jeden Fall schon mal eine kleine Marvel-Szene. Dann sind noch andere Szenen sind auf jeden Fall auch noch geplant. Ich habe mir noch die Idee, dass wir eine kleine Szene mit Loki. Ich muss mal kurz hier rüber schauen. Wo ist er denn? Wo habe ich ihn denn stehen? Da ist er. Ich habe ja jetzt hier noch den Loki aus der neuen Minifigur-Marvel-Serie. Hier sieht man ihn besser. Und ich habe die Idee tatsächlich, dass er vielleicht zusammen mit Sylvie aus einem dieser TVA-Portale irgendwo kommt. Das finde ich eine ganz nette Geschichte. Könnte man mit Licht beleuchten. Ja, da steht ein Stinktier. Ja, richtig, da ist ein Stinktier. Ein entlaufendes Stinktier ist hier, das versucht, wird gerade eingefangen. Und Fitchesburg schreibt noch: I've also made the decision to make my city fully custom and light up everything. Yeah, it's a great way to do, but it's a hard way. Und Triple F sagt: Gute Nacht. Ja, Gute Nacht ist ein gutes Stichwort. Es ist 0:50, also ungefähr 15 Minuten länger, als ich geplant hatte, eigentlich zu streamen. Stefan, wie schreibt, du sollst mir Laternen einbauen? Ja, ich habe jetzt mal hier einfach hier vorne angefangen. Also hier vorne ist die Beleuchtung eigentlich soweit abgeschlossen, denke ich. Und die Laternen werden halt weiter eingebaut, soweit. Und ja. Kommt an der Stelle noch an. Ja, das Baugerüst. Ja, das liegt ja immer noch daran, dass das hier ursprünglich nicht so geplant war, dass das hier ein Endgebäude ist. Das sollte ja eigentlich in der Mitte sein. Das wird aber auf jeden Fall noch irgendwie geändert, da muss ich mal schauen. Ich habe eigentlich mal angefangen, einen digitalen Entwurf für den Baukran irgendwie anzufangen. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt wirklich mal eigentlich Schluss machen, weil ich muss noch was anderes machen. Das heißt, ich würde euch sagen, vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Vielen Dank für die ganzen Spenden. Wir haben ein bisschen was geschafft. Ich denke, dass ich wahrscheinlich morgen vielleicht noch das Video fertig bekomme mit eben dem Rest von dem, was wir heute angefangen haben. Und dann würde ich sagen, schlaft gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, hoffen wir mal, dass wir es auch nochmal machen. Ich werde noch ganz kurz ein paar Sachen vorlesen und dann gehe ich. Zottelok sagt, danke für den Stream. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Gavin Slater schreibt, I like your channel, also I'm learning German. Ja, it's great. Die Spice und der Brücke kenne ich ja von dir. Loki findest du gut, sehr schön. Gute Nacht, sagen ganz viele. Schlaf gut, sagt Olli. Ja, schlaf gut, wie gesagt, Olli. Gute Nacht, ja, gute Nacht, dann würde ich sagen, das war's dann jetzt für heute. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht auch im Stream. Also, tschüss.